Amazon hat die Rechte an Tomb Raider? Für die, bei den Spielen? Echt? Wirklich? Ja. Okay. Was ist das? Helldivers. Ist das nicht auch schon draußen, dachte ich? Ne, es kommt bald. Ist Lautstärke okay? Ich hab richtig reingeballert, tut mir leid, Chat. Tony hat eine Sprechrolle in Helldivers. So, ne? Ist im neuen Trailer auch zu hören. Leiser? Oh. Wollen wir das auch spielen? Ich hab's noch nie gespielt. Ich hab's auch noch nie gespielt, aber ich finde, es sieht interessant genug aus, um es auszuprobieren. 35% ist nur. Okay. Ja, was macht man da? Ballert man da einfach nur? Ja. Okay. Ja, muss ich gucken. Ja, einfach mal kurz reinschauen und so. Dann hoffe ich aber auch, dass es richtig schön schwer ist. Kann man ja einstellen. Ja, Starship Troopers lässt grüßen. Hi everyone, I'm Herman Hulst, Head of PlayStation Studios, and I'm honored to present the first State of Play of 2024. Herman the German. The first 3 years of PS5 have given us incredible stories, immersive worlds and groundbreaking gameplay from PlayStation Studios and our partners. We've also expanded PlayStation Plus with new features including PS5 game streaming. And with PSVR 2 and PlayStation Portal, which released last November, we're committed to offering new and surprising ways for audiences to interact with their PS5. But none of this means anything without great games, like Helldivers 2, which kicks off a year of amazing experiences and diverse ways to play. Today, we're looking ahead to titles coming later this year and beyond, with extended gameplay and announcements we hope you find as exciting as we do here at PlayStation. Enjoy the show. Habt ihr vielleicht neue Peripherie oder so? Hardware vorstellen? Stellar Blade! Welcome to the world of Stellar Blade. Die Hose! Wozu überhaupt noch eine Hose tragen? The story begins. Ja, so viel Haut war es jetzt nicht. Alter, come on! A mysterious enemy called the Nativa has forced the human race to flee to an off-world colony. Players will take control of Eve, a member of the 7th Airborne Squad. Her mission is to save the planet by defeating the Elder Nativa. Yeah, K-pop may cry. All we must do is complete the mission. While most of the 7th Airborne Squad is ja, oder ich wollte gerade auch sagen, es sieht aus wie eine K-Pop-Sängerin. Naja, es ist ein koreanisches Spiel. Oh, ja, guck dir die ganzen Charaktere an. Guck die Charaktere an. Koreaner mit Bart? Okay. Sieht man nicht so oft, aber trotzdem. Hallo, Liberator. Vielen Dank für den Ride. Lily, a member of the 5th Airborne Squad, provides engineering support. Lily, Artemis II. Then I can be your engineering support. She puts her technical knowledge to use by upgrading Eve's equipment throughout the game. Da kriegt man ja Body Dysmorphia. Was kriegt man? Body Dysmorphia bei den ganzen perfekt gestalteten Gesichtern. Ja, es werden immer mehr koreanische Spiele kommen, also kann sich auf die Zukunft gefasst, dass mehr solche Spiele kommen. This is Zion. A city built underneath the wasteland by the last human survivors on Earth. A whole city underneath the wasteland. Eve is called so dieses Sims-Spiel aus Korea. Ah ja. Wie hieß denn das nochmal? Izmo? 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 Oder Osmi? Izmo? Ich hab wieder vergessen. Izmoi? Inzoi. Inzoi. Ah. Ja. Das sah mega cool aus. Ist das jetzt einfach ein RPG? Das hier? Ja. Das ist, das wirkt gerade so ein bisschen wie Nier Automata. Alter. Their requests will often lead her to the wasteland. Ich hoffe, die machen viel Blut rein. Was? Okay. This place has been overrun by Nativas. KRPG, ja. And malfunctioning machines and robots. A supply camp in a place like this.
You'll occasionally find supply stations set up by previous airborne squads. At each camp, Eve can purchase various consumable items. Acquire new skills. Der perfekte Augenblick für Product Placement. Gab es nicht damals dann irgendwie irgendwie eines der ersten, es gab irgendwie so ein Spiel, wo haben auch alle drüber geredet, weil dann gab es da Product Placement im Game. Es gab sehr viele. Splinter Cell. Ah, Splinter Cell habe ich im Kopf, ja. Was war denn das für ein Produkt? Nivea, Hautcreme und Sony Ericsson. Ah. Bei True Crime New York, da war Motorola auf jeden Fall immer. Death Stranding Monster, stimmt. Monster Energy. Ach ja, stimmt. Ach Gott. Something worse. Ja, hier. Alan Wake, Duracell. Ah ja, ja, ich meine die Batterien. Ja, also, das passt halt irgendwie gut rein, ja. Aber Product Placement gibt's ja immer wieder. Ja. Hat es Counter-Strike? Ja gut, aber damals war es ja komplett neu, da... Counter-Strike hat doch Anfang der 2000er noch Subway gehabt, glaube ich. Ah, okay. Eine Subway-Map. Angel, that's the unofficial name for members of the EVE Airborne Squad. Ach ja, stimmt, Final Fantasy 15 Nissin Nudelsuppen. Metal Gear Solid, Apple iPod. Ja. Der Trailer ist meiner Meinung nach zu lang, die Präse. Ja, und ich check trotzdem nicht genau, was jetzt so Sinn und Zweck ist. Es ist Nier Automata mit Koreanern. Ja, okay. Die Kamera ist so... sehr vorfokussiert. Mhm. Aber mir ist auch schon aufgefallen, die haben sehr, sich sehr viele Details in ihre Beine reingesteckt. Die rennen ja auch viel. Ja, du merkst halt einfach, wie eng die Kleidung ist, weil da so ein bisschen die Haut... so das, also so eine Presswurst-Style bei dem Bein. Mmh, aber okay. Ist ja so gerade ein Trend. Dass da diese Lücke ist, meinst du? Nee, dass nicht nur so eine Lücke ist, sondern dass dann das ganze Bein so gepresst ist. Dass es dann so ein bisschen rüberlappt. So. Dass sie richtig thick ist. Okay. Achte mal drauf. Ich habe leider drauf geachtet. For research purpose natürlich. Ja, jetzt hängt sie Action. Also sie hat so viele Kleidung. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Presswurst. Okay. Bein. Aber halt, wenn es so, so ein Strumpf ist oder so. Ja, wenn so geschnürt ist. Okay. Ja, okay. Ihr Bein so geschnürt ist, da sieht man halt so ein bisschen. Sehr detailliert, Museum. Oh, 26. April? Da kommt doch noch was anderes. Oh Gott, 26. April kommt hier so einiges. 안녕하세요. 10톱의 대표이자 게임 디렉터인 김영태입니다. 이 게임은 우리가 수년간 유저 여러분들께 선보이기 위해 꿈꿔왔던 게임이며 플레이스테이션 5 그리고 플레이스테이션 스튜디오의 전폭적인 지원 덕분에 그 꿈을 현실화할 수 있게 되었습니다. 기나긴 여정이었고 빨리 팬분들이 4월 26일 스텔라 블레이드를 만나보시기를 기대합니다. 맨 온 어스 kommt am 26. Wichtig. Das kann sein, ja. Wichtig, wichtig. Sonic! Aber ein Classic Sonic, wie sie. Aber da war was von Sonic Adventure. Hier, ja, genau. Jetzt fehlt nur noch der Orca. Ich liebe Sonic Adventure. Oh, Sonic 2. Oh, das ist hier. Shadow. Aber guck mal, großer und kleiner Sonic dabei. Ja. Sonic Generations 2? Oder ist es einfach eine Sonic Collection? Es wird gerade wie Sonic Generations 2. Es gab ja auch ein Shadow-Spiel, aber ich glaube, das kommt nicht so gut an. Aber Shadow Hedgehog hast du ja geschossen. Ja, dieses Jahr kommt ja auch der Sonic-Film. Der dritte. Wirklich? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, im Dezember. Dass da jetzt mal ein Mutter kommt, soll. Ja, ja, doch, doch. Sonic X Shadow Generations. Okay. Hoyoverse. Miso Hoyo.
Also die haben doch Genshin, die haben dieses Sci-Fi-Ding. Honkai, Genshin, jetzt kommt ZZZ. Ich muss sagen, ich habe Lust auf dieses Spiel, weil das Kampfsystem sieht interessant aus. Ja, die Charaktere sehen erstens cool aus und zweitens das Kampfsystem sieht gut aus. Aber es ist halt immer so zeitintensiv. Ja. Und sich da richtig so rein zu steigern. Ich hab Lust drauf. Hey, was war das eigentlich mit Sonic? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Sonic X Shadow Generations. Achso, okay. Oder Cross. Interessant, dass sie Dubstep benutzen. Wusste nicht, dass das wieder im Trend ist. Alter, ich krieg einen epileptischen Anfall. In development for PlayStation 5. Okay. Oh, Foam Stars. Das spielen wir. Mhm. Hast du das auf der Gamescom gespielt? Ja, hab ich. Das hat echt Bock gemacht. Ich, ich mag die Musik, die ist wie bei Persona 5. Mhm. Das stimmt. Und es sieht tatsächlich gut aus. Holla schreibt, er hat gegen mich verloren und gegen Holla gespielt. Hä? Bei der Gamescom, Formstars. Formstars? Ich muss gerade überlegen, ja, aber wir hatten gewonnen und verloren, deswegen. Achso. Also ja, hat sie auch theoretisch gegen mich verloren. Fair enough. Kostet 30 Euro. Oh! Oh, Dave the Diver. Das hat noch kein, es hat noch keinen PlayStation-Port gehabt? Hab ich auch nicht gewusst. Also ich weiß nur, es hat einen Switch-Port, aber ich dachte, es hat dann automatisch auch überall. Ja, weil die Switch immer zum spät kommt, also kommt immer als letztes. Ausnahmsweise als erstes. Ja. Ey, das ist so krass durch Dave the Diver. Ich hab dann irgendwie zum Einschlafen schaue ich dann Dokus an und so und dann kommt die ganz oft bei so Naturkram irgendwelche Fische und dann war ich ja immer vorm Fernseher. Ja, den habe ich geangelt bei Dave the Diver. Ja, kenn ich auch von Dave the Diver, heißt doch so und so. Als ich das noch so gespielt habe, hatte ich richtig krasses Fischwissen. Ja. Willkommen bei einer Welt von Animal Crossing. Gojira! Ja. Gojira! Gojira! Echt? Ja, die Musik ist doch von Godzilla. Ja, tu! Gojira! Geil. Kaiju Battle! Alter, geile Koop. Den angel ich. Ey, Dave the Diver hat einfach so geile Koops. Ja. Verrückt. Ich habe aber die Dredge noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Gespielt. Ich auch nicht. Ich habe es noch nicht mal durchgespielt, Dave the Diver. Ah, true. Mir fehlt auch noch das Ende, weil dann wurde es mir ein bisschen zu viel. Ja. Qu'est-ce que c'est? V-Rising? V-Rising, ja. Ne? Das mochte ich halt nicht so, weil tagsüber kannst du halt gefühlt nichts machen, außer du stehst im Schatten. War im echten Leben. Wenn man so weiß hört wie du. Wenn Sommer ist. Ja, war nie so meins. Ich bin halt nicht so der größte Fan von Vampiren. Ist nicht so mein Setting und Blade? So, ich find Blade nicht Buffy? So geil. Ich hab Buffy nie geguckt. Oh. Weil ich Vampire nicht mag. Ja, okay. Also an sich ist es halt mega geil, aber ich fand halt immer die Zeit tagsüber kacke und du konntest halt tagsüber nicht schlafen, damit dann wieder Nacht ist, so. Wir Rising war zu realistisch, ja wirklich, ist halt echt so. Na gut. Ist Dave the Diver jetzt AAA? Ja. Ja, man, ja. Vom Finanziellen her, ja. Mhm. Vom Gefühl her, nein. Mhm. Aber mit den Korps, ja. Mhm. Hi everyone, so, I'm Sean komplettes Durcheinander. This next game is a result of a very close partnership with Konami and marks the return of a Bomberman? Horror franchise that has been with us Silent since Hill. The original PlayStation. Let's take a look at what's next for Silent Hill. Wenn du jetzt überlegst, welche Franchises wichtig sind für Konami, gibt es drei. Ja, das stimmt. Pro Evolution Soccer, Yu-Gi-Oh! Und Bomberman. Maybe I can be like her. Here goes.
Who's there? Alter, Bock. Ja, Bock. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. What are you hiding inside? Ja, aber wir werden noch mit Gregor reden. Habe ich schon abgeklärt. Ich hasse es, wenn die sich so komisch bewegen. Ich hasse, wenn alte Leute sich so komisch bewegen. Weil dieses schnelle, hektische, das ist... Ich hasse das. Das nicht. Okay, das sieht gut aus. Ja. Okay. Short Message. Der Trailer ist mir schon zu viel. Full Game Free to Play. Full Game Free to Play? Stand da wann? Ja, ich keine Ahnung. Oh, es ist. Es ist so wie PE oder wie? Hab ich auch gerade gedacht. Nee, PT war das. PT. PT, ja. Ja, Playable Teaser. Available today. Okay, doch, Shadow Drop. Ja, ich spiel's morgen. Ist mir gerade zu dunkel. Ja. Ich will auch direkt spielen. Oh Mann, Kajubo wird ja nicht im Chat sein können. Holla auch nicht. Kein Bock auf Horror. Aber ich freue mich schon, Silent Hill nachholen zu können. Ja, ich hab's auch nie richtig gespielt, weil ich hab's angefangen und das war's viel zu krass gealtert. Als ich es damals gespielt habe. Ich hatte es 2012 oder so nochmal versucht zu spielen. Es ging halt einfach nicht. Ich hatte keine PlayStation. Ich habe die klassische Xbox gehabt damals. Für 60 Euro mit sehr, sehr vielen Spielen. Und da war Silent Hill dabei. Ja, die hatte ich auch nicht. Ich habe die gebraucht gekauft. Während meines Studiums. Ja, komm, man kann sich verteidigen. So gruselig kann es gar nicht sein. Das sieht gut aus. Dann eine 2 bis 5 gibt es auch für den PC. Ja, aber da waren wir dann schon alt. Also. Ja, das ist es ja. Wir waren schon zu alt zu dem Zeitpunkt, als es dann interessant für mich gewesen ist. Mhm. Wetten, Pyramid Head kommt am Ende. Wahrscheinlich. Es ist Maskottchen. Eigentlich will ich gar nicht so viel sehen. Ich will mich so ein bisschen überraschen lassen. Was? Holler schreibt, ich habe den Film halb geguckt und dann eine Woche nicht geschlafen. What? Die Silent Hill-Filme waren nur absolut nicht gruselig, sondern einfach mega trashig. Die waren auch gar nicht gut. Naja, ja, trashig nicht, aber ich fand schon richtig eklig, wie die Polizistin so lebendig verbrannt wurde. Ja. Im ersten Teil, das war schon... Bah. Oh, Bioshock in Space. Wie hieß es nochmal? Pyramid hat jetzt gar nicht gesehen. Hieß das nicht Judas? Jetzt, wo ich es gerade lese. Hieß das nicht Judas? Judas, ja stimmt, Judas war das. Big Three. Diese kurzen Links, da wird sich bestimmt jetzt jemand irgendwie Gedanken machen, was das bedeutet. Mhm. Vielleicht ist da irgendwo ein Witcher-Key versteckt. Wie damals bei Cyberpunk. Wow! Die fliegen Dislike-Button um die Ohren. Wait, Kit Harington hat er beim Silent Hill-Film mitgemacht? Da kannte ich den noch nicht, also keine Ahnung. Alter, Dino. Ist das ein Pferd oder eine Giraffe? Das war ein Dino, oder? Ach so. Aber der hat einen Cowboy-Hut aufgehabt. Das ist cool. So krass, wie die einfach so ihren Stil beibehalten, dass du einfach siehst, das ist halt irgendwie Bioshock. Ja. Das ist genau so ein Spiel, was ich haben möchte. Ich hab Bock drauf.
Vertigo. Stare into the flame. Think of this fire as a beacon. Its warmth, its energy. Ja. Now, focus your mind. Metro? Ja, ja, Metro. Dimitri. Ja. Ja, ja. Ich dachte ja. Halt am Anfang, es sieht aus wie ein Metro bei den Flammen, aber dann, das scheint ja nicht irgendwie Deep Silver oder so. Ja. Oh Mann, ey. Ich überlege seit einer Weile, ob ich mir meine VR-Brille hole, aber halt nicht die Playstation, sondern für den PC. Ich hab ja eine. Oculus ist echt gut. Jetzt gibt's ja die 3 und die ist ja noch besser. Ja, ich kann mich noch nicht entscheiden. Herr Sumo meinte. Die Vive. Nee, wie heißt die? HTC Vive? Ja. Ja. Dass die ganz gut ist, aber ich habe auch gehört, die Oculus 3 soll gut sein und so. Ja, mal schauen. Awakening. Oculus Quest ist die beste Preisleistung. Okay, holla. Gut, ich werde geinfluenced von euch. Hm. Nicht die HTC Vive, die ist gealtert. Okay, dann nicht die. Ja, nicht die HTC Waifu. Das sieht sehr gealtert aus. Oh. Bestimmt Oblivion oder so. Dann du lachst, cool, du lachst, aber es könnte es wirklich sein. Von den Skeletten und den Möbeln her, finde ich, sieht es danach aus. Ja. Es sieht. Ey, wenn man bedenkt, du hast eben gerade Metro gesehen in VR. Wie es aussieht, dann siehst du das hier. Die Reihenfolge der VR-Spiele hätten sie vielleicht mal ändern können. Ja. Immer soll das so eine Art Dark and Darker sein? In VR? Das wäre natürlich interessant. Das ist ja eigentlich cool. Da würde ich sagen, ist mir egal, wie das aussieht. Da ist ja auch das Gameplay im Vordergrund. Aber so dunkel ist es ja auch nicht. Okay. Legendary Tales. Action Roleplaying Game. Most generic title EU West. Aber ist das jetzt. Hat das eine Story? Wenn es ein Action Roleplaying Game ist? Das sah für mich wie eine Demo aus. Aber es sah gut aus, zum was man machen kann. Ja, Drank's Dogma, hat mir schon gesagt. No mistake. The dragon will appear before you when the time is come. Hast du Drank's Dogma 1 eigentlich gespielt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur ein paar Stunden mal reingeguckt, also wirklich nur 2 oder so. Und? Ich kam nicht so klar und dann hatte ich es noch nicht so richtig gefühlt, weil ich ein bisschen überfordert war. Aber ich wollte es irgendwann mal nachholen, habe ich aber jetzt nicht gemacht und jetzt frage ich mich, ob ich es überhaupt machen soll und ob ich nicht einfach direkt Dragon's Dogma einspiele. Zwei Spiele. Ich habe während des Studiums einem Kommilitonen zugeschaut, wie er es gespielt hat. Und ich muss sagen, ich habe nichts verstanden, weil da war irgendwie so eine Grube, da ist er die ganze Zeit runtergesprungen, kam dann woanders wieder raus, hat dann gegen diese Dinger gekämpft und ich so, okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber das hier sieht gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Dann haben wir jetzt 2 Jahre hintereinander einen geilen RPG bekommen. Und was? Ein geiles RPG bekommen, jetzt 2 Jahre hintereinander Baldur's Gate und dann Dragon's Dogma. Da kann ich mich nicht beklagen. Naja, du hast mega viele RPGs. Du hast ja noch Persona, was du wahrscheinlich schon spielst oder bald spielen willst. Ja. Dann hast du noch Final Fantasy, wenn du es noch als RPG zählst. Letztes Jahr und dieses Jahr. Ja, aber das ist ein JRPG. Ich mag westliche RPGs. Das ist ein JRPG. Ist auch nicht westlich. Ja, aber es ist, fühlt sich ein bisschen anders an halt. Fühlt sich eher westlich an. Und wenn du jetzt Elden Ring noch dazu zählst, das ist auch ein JRPG. Zählt für mich aber auch nicht. Okay, du bist ja... Cool.
오픈 안에서 내가 가래를 바꿔놓은 색깔이요? 그게 있는 eigene Genre. Okay, fine, fine, fine. Das ist fine. JRPGs sind die, die nach Animes aussehen. Genau, Holla. Reis auf so Ronin. JRPGs sind die, die wie nach Anime aussehen. Ja. Okay. Und der Kampfstil ist da immer so speziell. Turn-Based? Oh, nicht immer. Final Fantasy ist ja mittlerweile nicht mehr Turn-Based. Wobei ich finde, Final Fantasy, jetzt mit den neueren Teilen, geht es mehr so in die Richtung, die ich mag. Ja. Es sieht wie Assassin's Creed in Japan. Ja, Japan. Japan aus. Es sieht aus wie das Assassin's Creed in Italien, also Brotherhood. Ja, oder auch, ich finde, es sieht aus wie Assassin's Creed 3 aus. Ja, weil man konnte ja in, oh Gott, in kann, Italien er, Assassin's Creed so fliegen. Er kann sein Pferd wie das Batmobil. Oh shit, ich glaube, das ist sowas was für mich. Ja, Bock. Dann feiere ich mich immer, wenn ich geparried habe, erfolgreich. Ja, es sieht sehr befriedigend aus, das Parry-System. Alter, wie stark ist er, dass er ihn einfach runterziehen kann? Voldo aus Soul Calibur. Ja, stimmt. Den habe ich gerne gespielt. Er hat in der Luft pariert. Es gibt Air Parries.発明家である伊賀七と因縁を深めると、様々な火薬を入手できます。トリビフォーや和洋折衷のアクションで銃剣など西洋の技術を生かした武器を、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 西洋の
Ach, stimmt. Ist sie nicht so? Ja. Also, ich weiß nicht, wie die hieß, aber ja. Ja, die Ex von Klitschko. Wo hat die denn nochmal. Die ist ja eine Schauspielerin, ne? Wo hat die nochmal mitgemacht? Malcolm mittendrin? Ah. Most random trivia. Ist halt auch so wie der Typ, der bei Star Wars Jedi Survivor, Jedi Fallen Order mitgespielt, auch bei Malcolm mittendrin mitgespielt hat. Ach echt? Das war der Junge in der Förderklasse, der immer Handschuhe tragen musste. Der mit die Handschuhe hat. Ah! Oh, da haben wir Death Stranding. Krass. Heroes. Ich hab Heroes nie geguckt. Ich auch nicht. What the hell? Na, welcher Promi wird diesmal mit dabei sein? Man weiß es meistens immer anhand der Tweets oder Insta-Stories oder Instagram-Posts von Kojima, mit wem er gerade die ganze Zeit abhängt. Achso, ich folge dem nicht. Okay, ich folge ihm auch nicht mehr. War mir zu anstrengend. Irgendwann war es einfach nur eine Werbeplattform bei ihm. Stell dir vor, Henry Cavill macht da jetzt mit. Würde mich nicht wundern. Oh, Haarwuchs. Was? Würde mich nicht wundern, wenn Henry Cavill mitspielen würde. Ja. Ich glaube, der ist zu glatt poliert. Das macht alt. Shit. Das Baby! Nein! Oh Gott. Das ist Metal Gear Rex! Das ist der Kopf von Metal Gear Rex! Das Raumschiff! Welcome to Drawbridge, Sam. And to the G8V Magellan. Our model base of operations. So sehen Hunde die Welt. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. Die sind grau, nicht blau. It's the same deal as America. The people here are all spread out. Cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Hat die jetzt die Puppe da an der Schulter? Ich komme überhaupt nicht klar jetzt. Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Das ist eine Stop-Motion-Puppe auch noch. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Echt muss man Death Stranding gespielt haben. Ich verstehe trotzdem nichts, obwohl ich Death Stranding durchgespielt habe. Oh, okay. Und warum war es eben schwarz-weiß, so teilweise? Ich hab keine Ahnung. Classic Will? Okay, gut. Ich hab keine Ahnung. Ich sehe das hier alles und ich hab keine Ahnung. Okay. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. Anyway, the DHA Magellan's here to back you up. Gut aussehen tut es ja. Aber trotzdem, das Gameplay ist halt so... sehr schlimm, sehr schwierig. Ich meine, eigentlich müsste es mir ja gefallen, weil ich Simulatoren mag und wenn man dann irgendwie Pakete abgeben muss, ja, voll mein Ding. Aber... ich hab's einmal durchgespielt, ich hab irgendwie Spaß gehabt und irgendwie auch nicht, aber ich will's nicht nochmal spielen. Ich hab's auch irgendwie nicht. Ja, es ist ganz merkwürdig, dieses Spiel. Und es hat so eine Story, die ein bisschen wie Neon Genesis Evangelion ist. Ganz absurd. Ich bin mal sehr gespannt auf den Film, den er da mit A24 macht. Ja, bin ich auch sehr gespannt.
Ich glaube, das könnte mir dann vielleicht ein bisschen besser gefallen, wenn es einfach in der Filmversion ist und nicht in der Spielversion. Das ist so cool, das ist Medical Rex. Sieht echt gut aus. I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. With the support of the Chiral Network and APAS, humanity will be free from the need to move around. Hauptsache, die haben angebaut, dass dieser Roboter bellen kann. Das ist wie, dass Roboter Schmerz verspüren können. Common like a ghost, but... way back from the beach just so he could kill us. He said he came back to get revenge on you and me. Troy Barker? Troy Baker? Rebecca? Yeah. The Joker? Hey, did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. With guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Oh. Is this Oscar Isaac? Pathetic guitarist. Where's the rest of your band? Well, ain't that something? Was it you, Higgs? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? Raiden? Was mein... Was sehe ich hier? Ich... Es ist all Metal Gear. Something he said. Fuck. You don't know a goddamn thing about Lou. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Mm. Sam, the man in the dark. About everything. Das Ding so ein Babystar? Das ist auch ein bekannter Schauspieler. Ja, aus Modern Family. We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. We never meant to string you along. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. This is identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry. There are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. I think it was with D. It was a hellhole. Dakota Johnson. You see, after you left Bridges, I decided to Finden do die bestimmt noch ein. Diana. Dakota Fanning. Ah, ja. Fanning, ja. Fanning. Ja. Ach, das ist doch die aus Krieg der Welten, oder? Tochter, die als die ganze Zeit geschrien hat? Ja, ja, das kann sein, ja. Die Tochter von Tom Cruise, die ganze Zeit geschrien hat? Ja, ja, ja. Kann Troy sein. Barker.
L. Fanning. Es ist L. L. Ah, ist L. Nicht Dakota? Nee, da, war, da okay. War sie eben. L. Da stand es eben. Ah, okay, okay. And now here with me today is visionary game creator and founder of Kojima Productions, Kojima-san. The founder of Kojima Productions. Warum ist er immer überall? Kann noch, wir haben noch jetzt genug gesehen. Was willst du noch sagen? Ja, was willst du noch sagen, ey? Wir haben noch nichts verstanden. Hideo is going to take us on an exciting new adventure. One that I've been encouraging him to reinvent for years. Hi, ein neues Spiel. Achso, okay, dann ist in Ordnung. Das ist okay. Das tut mir leid. After Death Stranding 2. Espionage-Game. Noch ein Podcast ankündigen. A new action espionage game by Hideo Kojima. This is one of my favorite genres. Schmettelschmier. I've been hoping you would revisit with a bold new vision. Can you share anything else about this new development? まだ詳しくは言えませんけども、最先端のテクノロジーと世界中の才能を集結して作る予定です。もちろんインタラクティブなゲームなんですけども、ルック、物語、テーマ、キャスト、演技、ファッション、サウンド、どれをとっても同時に映画でもあるようなものです。本作で映画とゲームの壁を超えたいと思っています。 We're all really excited about this project, and we will fully support you with the latest innovation Sony has to offer. More details to come. Stay tuned. Okay. David Hayter vielleicht? Ja, dann ist es zu Ende, oder nicht? Sony Pictures? Columbine Pictures? Fizzent? Fizzent? Hast du es eben gesehen? Fizzent? Da stand irgendwas mit Fizzent! Ja. Was ist Fizzent? Keine Ahnung. Okay. State of Play will return February 6th with an extensive look at Final Fantasy VII Rebirth. Oh. Square Enix will be sharing new gameplay details along with exciting news you won't want to miss. We hope you enjoyed the show. See you soon. Ach, da jetzt zwei, also, als sie gemeint hat, ja, Sony macht halt auch Filme und Musik, dachte ich mir, okay, wir wahrscheinlich nochmal einen Film machen. Dachte ich auch. Was will er denn alles machen? Er macht OD, dann ein anderes Spiel nach Death Stranding 2, dann zwei Filme. Die macht einfach Spiele aus seinen Fieberträumen. Boah, da hätte ich auch richtig viel Material. Ja, it's same. Da habe ich auch absurde Sachen. Okay. Ja. Hast du noch Lust, mit Gregor darüber die State of Play zu quatschen, oder bist du erstmal raus? Ich hätte jetzt nicht viel zu sagen. Ehrlich gesagt, gab es jetzt nicht so die Offenbarungen. Okay. Okay, schade. Ja. Aber ich kann gerne ein paar Leute mal ein bisschen rüberschicken, weil ich wäre dann raus für heute. Okay, alles klar. Dann danke dir. Und danke deiner Community, die dann gleich rüberkommt. Ich quatsch dann jetzt mit Krieger und wir hören die Tage voneinander. Alles klar. Bis dann. Ciao. Viel Spaß noch. Tschüss. Hallo, Gregor. Hallo, hörst du mich? Ich kann dich hervorragend hören. Kannst du mich auch hören? Ah, sehr gut. Warte mal, ich muss hier noch meinen Mic anstellen, alle zwei Monate, wo ich Discord mal anmache. Sagst du mal kurz was, bitte? Ja, das war eine fantastische State of Play, in der wir eben gerade einiges gesehen haben, zum anderen Death Stranding 2. Und ja, wir haben natürlich angefangen mit Stellar Blade, einem koreanischen Spiel, was so ein bisschen aussieht wie Nier Automata und Devil May Cry. Erzählst du schon oder ist es dein Test gerade? Das ist mein Test. Okay, gut. Warte mal, ich glaube, ich muss dich bei mir ein bisschen lauter machen. Sagst du noch mal kurz, 20 Sekunden was? Ja, State of Play, Broadcast, Wednesday, January 31, 2 p.m. Pacific Time, 5 p.m. ET. Okay, gut. Ich muss, glaube ich, mich ein bisschen leiser machen, damit es angepasst ist. Irgendwie, ich krieg dich leider nicht so viel lauter hier. Also müssen wir mal sagen, da im Chat, ob das passt. Ja, sofern du mich hören kannst, musst du schon das Höschen jetzt wechseln mit Kojima. Ich war sehr überfordert, muss ich sagen. Also, du hast Death Stranding durchgespielt, ich habe Death Stranding durchgespielt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abging. Klar, also ja, ich kann es mir so ein bisschen denken.
Leider kriege ich, werte Leute, im Chat bei mir wird nicht lauter als das hier. Ich kann nur mich ein bisschen leiser machen, dass wir angeglichen sind. Dann müsst ihr ein bisschen lauter drehen. Anders geht das nicht. Ich will spielen. Sofort. Ja, für mich nicht eher gleich sofort, weil da einfach so viel noch gezeigt wurde, was ich eher spielen würde, bevor ich jetzt mit Metal Gear anfange, wie zum Beispiel einem Shadow Drop. Aber nicht Metal Gear, sondern hier Death Stranding. Und hast du das am Ende gesehen, was da war, als das Studio rausgezoomt hat? Da stand doch auf Universal Pictures und dann Pheasant. Es ist der Titel von irgendetwas, was uns demnächst erwartet, weil warum sollten die jetzt aus dem Studio dann das Sony Pictures Gelände zeigen? Ich hätte jetzt potenziell gedacht, weil Kojima hat ja gesagt, die planen ja jetzt Schmettelschmier danach, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also wenn Death Stranding 2 durch ist, gibt es dann das nächste Metal Gear, wie auch immer es dann heißen wird. Und vielleicht, das soll ja auch teilweise halb Film sein. Ne? Ja. Und deshalb soll das da inkludiert sein dann. Ja. Schön, dass du es auch Schmettelschmier genannt hast. Ich dachte auch schon, ja, Espionage-Game. It's definitely not Metal Gear. Wie willst du es denn sonst nennen? Ne? Wie es denn heißen soll. Aber da, ich kann natürlich verstehen, das muss ich jetzt nicht alles um Death Stranding, denn ich hatte ganz verpasst, es soll 2025 kommen, stand da, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, das könnte hinkommen, ja. 2025. Aber gut, ja, im ersten Moment, ich würde schon gern direkt spielen, aber wir haben mehr als genug zum Zocken bis 2025 eigentlich. Wir haben sehr viel zu zocken. Wir können ja mal durchgehen, was wir noch alles hatten. Also wir hatten ja am Anfang erst Helldivers gehabt. Genau, ich spule mal kurz bei mir hier kurz vor. Ja, Helldivers, ich meine, es kommt ja schon nächste Woche raus, ne? Ja, also genau. Ist es ist ja klar, dass sie es jetzt nochmal so ein bisschen präsentieren. Mhm. Ich habe nichts am Hut damit, muss ich sagen. Also ich habe Lust, da mal reinzuspielen, aber ist jetzt keiner meiner Hype-Titel. Wird bestimmt ganz nett sein, vielleicht mal ein paar Runden reinspielen, aber das sollte auch reichen. Ja, aber dafür danach, also sag mir mal, hat es dich nicht auch irritiert, dass der gute alte Hermann dann immer hin und her gesprungen ist die ganze Zeit? Stimmt, ich sehe es gerade, ich spule gerade durch, er ist mal rechts, der ist links, der ist in der Mitte. Das ist so von wegen, so wie bei einem Baby, wo du die Augen zumachst, wo ist er denn? Nee, jetzt steht er links. Wo ist Hermann? Wo ist der Hermi? Der gute alte Hermi. Aber ja, so kann man einen statischen Dialog natürlich auch an delivern. Ganz nett, dass sie von Stellar Blade so viel gezeigt haben danach, ne? Ja, aber zu viel, wenn ich ehrlich bin. Also da war die Präsentation mir einfach viel zu lang, wenn ich ehrlich bin. Also letztendlich ist es halt okay, ich weiß jetzt ungefähr, worum es geht. Also, oder was mich erwartet, läufst herum, so wie bei Nier Automata, ist wahrscheinlich so ein Semi-Open-World-Game. Und kämpfst dementsprechend so herum und sie hat verdammt viele Kostüme. Ja, ich hätte auch persönlich nicht so viel mehr jetzt gebraucht. Ich bräuchte nicht diesen kompletten Story-Abriss und es hat fast schon eher dafür bei mir gesorgt, dass ich dann einfach zu viel Vergleiche mit Nier Automata angestellt habe die ganze Zeit. Same. Was wahrscheinlich eher kontraproduktiv ist, um zu sagen, das Spiel will ja seine eigene Identität aufbauen, nicht nur Nier Automata mit Bayonetta-Kostüm. Mhm. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Also die ganze Zeit gesagt, ja, es ist Nier Automata und dann ist eigentlich schon alles gesagt und der Trailer wollte einfach nicht aufhören oder die Präsentation. Immerhin, sie haben ja was so langfristig mal gezeigt und wann war es? April ist es ja schon 26. Soweit, ne? April und am gleichen Tag erscheint Manor Lords. Und noch was anderes. Hey, also, no disrespect zu allen Manor-Lords-Fan, aber who the fuck cares about Manor-Lords? Warte, nicht nur das, sondern ich guck mal. Check mal, was da auch noch alles rauskommt. April, upcoming release dates. Also ich hab dann einen Monat, um Dragon's Dogma 2 zu spielen, bis es rauskommt. Sandland kommt am gleichen Tag. Fuck. Aber Sandland möchte ich auch spielen. Weil ich glaube fast schon, also wir werden ja natürlich bestimmt Sandland auch selber spielen. Wenn Stellar Blade was taugt, wird das aber wahrscheinlich eher das Spiel sein, was ich dann zocke. Ja, sehe ich glaube ich auch so. Also im Moment finde ich halt Stellar Blade ansprechender, weil das, was wir auf der Gamescom gespielt haben, hat mich noch nicht so richtig angeturnt. Ja, Sandland war nett, aber es sah aus einfach wie ein, auch nicht despektierlich gemeint, wie ein Bandai Namco-Spiel, ne? Ja. In Unreal 5 Engine, eines der in ersten. In Unreal 5 Engine, aber es hat nicht groß den Unterschied gemacht, fand ich, bei Sandland, ne? Ja. Mit der stilisierten Grafik, also da hat Unreal Engine 5 jetzt nicht dafür gesorgt, dass, wow,
Wie schaut es denn jetzt hier so aus? Also Stellar Blade, solange storymäßig abliefert und vernünftig läuft, ist es ein PS5-Titel exklusiv oder stand jetzt nur PS5, weil wir es hier auf der PS5-Konferenz gesehen haben? Ich check doch mal gleich die Lage. Stellar Blade, PS5 exklusiv, ja. Okay, ja, ist doch ganz nett. Ne? Entwickler ist Shift Up Corporation, die sind koreanisch und die haben bisher keine... Oh, doch, die haben ein Spiel entwickelt, das wir beide kennen. Oh nein, was haben sie gemacht? Goddess of Victory, Nicke. Okay, ich kenne wahrscheinlich das Spiel, erklären? Aber erklär es mir mal bitte. Gears of War mit Jiggle Girls Physik. Ah! Jetzt weiß ich es. Sag doch gleich Jiggle of War. Jiggle? Gears of Jiggle. Das ist es. Chest of War. Oh, Chest of War finde ich auch gut. Ja, das gute alte War Chest wird mal wieder aufgemacht. Okay, ja, ich meine, dadurch war Stellar Blade ja auch in der Vergangenheit aufgefallen. Also jetzt ein bisschen weniger in dem Trailer hier. Du hast natürlich sehr dieses sehr großer Fokus auf detaillierte Charaktermodelle, nennen wir es mal so, inklusive diesem weißen Anzug, den die Protagonistin trägt, wo sie fast nackig hier ausschaut in manchen Szenen hier. Ja. Aber solange die Spiele darüber hinausgehen, außer guck mal, wie geil wir unsere Charaktermodelle gemacht haben, ist natürlich jetzt eine andere Studie, aber die Koreaner, die Lies of P gemacht haben, haben ja auch andere Spiele sehr stark nachgemacht, aber ihre eigene Identität gefunden und geile Spiele am Ende gemacht. Und vielleicht taugt ja auch dann Stellar Blade was. Absolut. Also vor allem der koreanische Spielemarkt wird jetzt für uns dann auch immer wichtiger und wichtiger. Wie auch immer besser. Also letztes Jahr, was wir haben wieder bekommen, also Dave the Diver ist ein koreanisches Spiel. Ist es das? Ach ja, stimmt ja, ne? Ja, es fühlt sich immer so an, als ob das irgendwo in Nebraska sitzt, ein kleines Entwicklerteam und hat das zusammengeschraubt. Und es ist ein AAA-Spiel. Wir springen zwar ein bisschen, aber wenn wir schon dabei sind, Dave the Diver, Godzilla kommt vorbei. Alter, geile Koop, muss man sagen. What the hell? Das ist schon ziemlich cool, oder? Ja. Also erstmal war ich erst verwundert, so dachte, ich dachte, Dave the Diver ist schon für PS5 erschienen. Und dann haben Chiara und ich gesagt so, Moment, Dave the Diver ist schon erst für die Switch erschienen. Jetzt kommt es für die PlayStation. Ja, mir war es auch nicht bewusst. Ich muss mal hier das 4K-Video will nicht so geil laden hier bei mir. Immerhin haben sie es in 4K gesendet. Ich habe Dave the Diver zumindest installiert, jetzt schon mal bei mir auf dem PC. Ja, damit ich es dann in Ruhe zocken kann, wenn die 8 Milliarden andere Spiele da sind. Vielleicht wäre das der Ansatz aber mit Godzilla. Mhm. Muss ich den dann fangen als Dave the Diver oder muss ich als Godzilla Dave the Diver fangen? Wie wird das sein? Ich weiß es nicht, aber es sieht eher nach so einem Kaiju-Battle aus, wo du gerade zuschaust. Denn da ist, glaube ich, noch ein riesiger... Was? Ist es eine Krabbe oder... Es ist ein Hummer. Ein riesiger Hummer, auf den der Zug geht. Wo Godzilla drauf zugeht? Ja, und 12:57. Wo bin ich denn jetzt hier? Und ich glaube, du wirst irgendwie das Mysterium über Godzilla herausfinden und wirst, glaube ich, diesen Hummer dann ernten und daraus Sushi machen. Ah ja, da, okay, man sieht ihn ganz gut, also ganz kurz beim Wegzoomen, den Hummer. Ja, so ein bisschen Kaiju-Battles, okay. Ich will Godzilla zubereiten. Ja, es wäre auch gut. Schmeckt nach Hühnchen, wahrscheinlich. Okay, warte, wir sind aber ein bisschen gesprungen hier. Wir hatten dann nochmal. Wo kann ich mir eigentlich die Haare vom Entwickler von Stellar Blade bestellen? Die würde ich gerne als Perücke haben. Diese Matte, ey. Die ist krass, ne? Die kann ich mir direkt hier on the Dome draufpacken. Kann er die als Special Edition mit dazu packen? Das hätte ich ganz gerne. Also, Freundin, nett fragst bestimmt. Ja. Sonic Generations Remaster. Ist das Remaster? Ah, okay. Ich schätze mal. Ne? Also das Originalspiel ist jetzt 14 Jahre alt, wo rausgekommen ist. Okay, auf der Xbox 360 noch. Auf der 360 noch, ja. Ich habe, als der Trailer hier gekommen ist, also es gab ja schon diese ominöse Liste, die im Vorfeld rumgegangen ist, was du potenziell sehen kannst. Und da stand schon was von Sonic Generations drin. Mhm. Also es ist jetzt nicht dann die riesen Überraschung, dass es kommt. Dass du Shadow jetzt mit dabei hast, als es gelaufen ist, habe ich im Chat bei mir nochmal kurz oder hier im Stream erzählt. Damals war der Döler mit dem Spiel vorbeigekommen. Da hat das Mark Tövs noch schön praktikantenmäßig eingespielt. Oh, nice. Damit wir das aufnehmen können. Und wir haben dann später nochmal einen Podcast, ein paar Jahre später gemacht, dazu. Gear of the Shadow, ne? Ja. Weil ja, der Film kommt ja noch. Ist der Film dieses Jahr? Dieses Jahr im Dezember. Wirklich? Ja. Oh, die haben, weil ich gerade noch gehört habe, die haben ja erst noch Leute gecastet, also die haben ja noch nicht mal gedreht. Oder so. Haben die noch nicht? Also es gab schon ein Datum, wenn du nachschaust. Also irgendwie ist sie, vielleicht ist es so, dass sie jetzt erstmal Casting-Sachen bekannt geben, das kann es auch sein. Es hieß jetzt nur von kurzem, eine Schauspielerin wurde gecastet dafür. Ah, ja, okay. Das kann natürlich auch sein.
Ja, aber ey, ist ein gutes Spiel und ich würde mich ein bisschen mehr über Sonic Frontiers 2 freuen. Aber warum nicht? Nehme ich gerne mit. Ja. Du hattest noch nicht die Gelegenheit, Zendless Zone Zero zu spielen. Leider nicht. Das HoYoverse Game. Ja, ich hatte ja vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mittlerweile ich konnte an der Beta teilnehmen, hatte ein kleines Video dazu gemacht. Ey, wie so oft bei den HoYoverse-Spielen, die sind sehr gut gemacht für das, wie sie funktionieren. Genshin ist gut, Honkai Star Rail ist gut, das funktioniert auch gut als Devil May Cry-mäßiges Game mit so ein bisschen Brettspiel-Roguelike-Elementen, die da so hinzukommen. Ah, okay. Man muss schauen, wie empfänglich man natürlich für die Free-to-Play-Nummer dann ist. Ne? Das bedeutet also, lässt du dich irgendwann mal dazu hinreißen? Ich kann über die Monetarisierung wenig sagen. Die greift wahrscheinlich erst, wenn du mal wirklich viele Stunden gespielt hast und dann deine ganzen Gacha-Charaktere oder so ziehen möchtest. Mhm. Wenn du nicht zu sehr anfällig darauf bist, kannst du aber, es sind hochqualitative Spiele an sich, einiges damit rausholen. Ja, es ist ja halt wie mit allen anderen Honkai-Games auch so. Also du musst dir theoretisch gar nicht diese ganzen Gacha-Elemente dann benutzen, um überhaupt das Spiel spielen zu können. Letztendlich machst du dieses Gacha nur, um die Charaktere zu haben, damit du die haben kannst. Ja, genau. Also ich verstehe den Zug bei den Leuten, die dann genau draufstehen und wirklich dann irgendwann so weit kommen im Spiel, wo du ohne Geld zu investieren gar keinen Fortschritt mehr siehst. Mhm. Aber mir reichen vielleicht dann die 80 Stunden bis dahin, wenn ich wirklich Bock auf dieses Game habe. Ich bin froh, wenn ich die 80 Stunden schaffe. Die sind so zeitintensiv, aber ich habe mega Bock drauf, weil ich glaube, das hier vom Kampfsystem her und vom Design her spricht es mich ein bisschen mehr an als jetzt Honkai und Genshin. Ja, ich sag dir was, es funktioniert echt gut vom Kampfsystem. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Devil May Cry-Style und das alles so Roguelike-mäßig aufgelegt, dass du immer so Runs in so eine Art Dungeon machst, der so von einer anderen Dimension, weil da noch Monster unterwegs sind, der so Roguelike-mäßig zusammengebaut ist. Und das wird mit dem Brettspiel quasi wie bei dem Brettspiel aufgebaut, dein Feld, wo du dich von einem Feld zum anderen weiter bewegst. Das wird aber über TV-Röhren dann dargestellt. Dein Feld besteht aus lauter TV-Röhren. Das haben sie stilistisch ganz gut hinbekommen. Ja. Wird einem alles dann so beigebracht, natürlich, wenn man die ersten paar Stunden zockt. Ich weiß nicht, wann demnächst noch mal wieder eine Beta ansteht. Die letzte Beta war ja schon mal ein bisschen her jetzt. Ja, ich frage mich tatsächlich, wann Release ist, weil ich möchte es gern spielen, aber wie gesagt, noch keine Möglichkeit gehabt. Wir zocken dann Formstars dann, ne? Ja, wenn's raus ist. Ey, Formstars spiele ich tatsächlich nächste Woche. 6. Februar. Mir war gar nicht bewusst, dass es jetzt schon nächste Woche soweit ist, ne? Ja. Kostet 30 Euro, wie ich gerade gesehen habe. Also es wurde unten irgendwo eingeblendet und kostet 30 Euro. Ja, es sei denn, du hast, oder stand da nicht, dass es der PS Plus-Tier, der so viel kostet? Werden wir gleich sehen. Wo es mit freigeschaltet ist. Es wird auch ein PS Plus-Spiel sein, oder? Und ich glaube, wenn du es nicht im PS Plus dir holst, wird es 30 Euro kosten. Also, Foamstars will become available for purchase for $30. Ja. Und all PlayStation Plus members can redeem the title from February 6, 2024. Februar bis 4. März. Also für einen Monat kannst du es freischalten, wenn du willst. No extra cost. Oh, interessant. Also es ist so wie von wegen. Aber es bedeutet, du musst trotzdem PlayStation Plus dann aktiv haben, damit du das Spiel spielen kannst, selbst wenn es ausläuft. Ja. So wie typisch PlayStation Plus ist. Also ich kann nicht einen Monat starten, aktivieren und dann auslaufen lassen und trotzdem weiterspielen. Ne? Genau, es ist wie. Gott, wie hießen dieses Spiel nochmal? Mit den Autos, was dann auch zum Launch der PlayStation 5 erschienen ist und dann schnell eingestellt wird. Ich wollte so gerade sagen, Calling All Cars, nee, das war PS3, aber ich weiß, was du meinst. Destruction All-Stars? Ja, es könnte hinkommen. Ich meine, es war Destruction All-Stars. Was eine Zeit lang gelaufen ist. Genau, dass dann wurde es eingestellt. Das Spiel, was man am schnellsten in der Grabbelkiste gefunden hat für 5 Euro. Ja, genau, das ist Destruction All-Stars. Im Chat wird bei mir gerade nach Dokevi gefragt. Da habe ich leider nicht so gute Neuigkeiten dazu gelesen. Angeblich soll das Team dahinter abkommandiert worden sein, andere Spiele gerade fertigzustellen und dass Dokevi wohl für die nächste Zeit lange auf Pause ist. Also das ist das, was ich gelesen habe. Genau, das hatte ich auch gelesen. Also dass sie jetzt ihr aktuelles Spiel, was sie entwickeln, erstmal fertig machen und sobald das dann erschienen ist, werden die dann an Dokevi weiterarbeiten. Ich weiß gar nicht, was das aktuelle Spiel ist von denen. Wahrscheinlich ist es Palworld. Oder ist es hier Goddess of Victory Nicke? Ah ja, Goddess of Victory Dicke. Ja. Oh, die haben Black Desert entwickelt, ne? Oh, Black Desert war in Ordnung. Ja. Hab ein bisschen gespielt. Pearl Abyss hat Black Desert entwickelt und jetzt sitzen die an Dokevi. Die machen Crimson Desert, come on! Okay, ja, ist auch wieder ist legit. Die vielen MMOs, die natürlich dann auch entsprechend gut aussehende Grafik haben. Ne? Ja, ja.
Also ich so, finde es legit zu sagen, ey, die arbeiten jetzt an Crimson Desert und wenn das durch ist, dann machen sie Doge V. Bestimmt, bestimmt. Und die Leute, wenn Doge V rauskommt, das war ja, wenn ihr euch da draußen nicht so richtig mehr dran erinnern könnt, das war Pokémon mit guter Grafik, sagen wir mal. Mit bei Palworld ist noch ein bisschen was anderes, aber bei Doge V hast du ja nochmal diesen Kinderspielen-Zusammen-Aspekt gehabt, ne? Ja, genau. Wo das der so gut ausgesehen hat, inklusive kleinen Tierchen, die da rumlaufen. Und K-Pop. Und K-Pop, natürlich. Ja. Ich spule mal hier ein bisschen weiter. Virsing. V-Rising. Ich lese immer Virsing, wenn die Mails dazu ankommen. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt auf dem PC bisher. Ist jetzt der PS5-Board, der kommt, ne? Genau. Also ist halt nicht so mein Spiel, aber soll ja auch ziemlich gut sein. Also Chiara hat vorhin gesagt, findet es halt ein bisschen anstrengend mit dem Tag-Nacht-Wechsel, weil du bei Tag dann sehr wenig machen kannst. Es sei denn, du hast dann genug Schatten aufgebaut in deiner Basis oder läufst dann die ganze Zeit im Schatten herum. Das ist so eines dieser Spielelemente. Aber ja, ich selbst nie lang gespielt. Ey, muss man auf das schon stehen? Es sieht schon nach Spaß aus, solange das nicht dieser typische RPG-Top-Down-Grind dann wird die ganze Zeit. Oh, jetzt muss ich wieder mal in den Dungeon und das mache ich mit mir. Ein Action-Game haben. So, wenn ich mir hier die Bosskämpfe da angucke, das hat ja schon fast eher was von so Bullet-Hell-Shooter. Sowas würde mir mehr Spaß machen, als jetzt, oh, ich gehe nochmal durch den gleichen Level und sammle nochmal die Loot ein. Ich bin nicht so der Diablo-Loot-Spieler. Ja, nicht nur das, es ist ja auch nur ein Survival-Game. Du baust deine eigene Base noch auf. Ah, nee, dann ist es nichts für mich. Ja. Sorry. Da habe ich mir auch schon gedacht, dass... Survival kann man lassen. Oh, ich eben parallel, also ich habe bei mir hier meinen Chat noch und ich gehe nochmal durch den Stream durch, da läuft noch der Chat parallel von dem Stream selber und ich sehe lauter, wo ist Silksong? sehe ich da auch noch. Ja. Die Leute wollen nicht aufgeben. Ja, ja. Was sagst du zu den komischen Silent Hill Sachen, die hier gezeigt wurden? Ja. Das war ja nochmal dieser eine Teaser, eins von diesen vielen 5, 6, 7 Silent Hill Spielen, die sie vorgestellt haben, mit von wegen, oh, Leute springen vom Dach und dann bekommen sie SMS. Ey, ich finde das krass, also es ist ähnlich wie Playable Teaser, es ist umsonst, es ist geshadowdropped, also Gregor, spielst du es jetzt gleich und nimmst es auf, oder? Ach, es ist geshadowdropped. Es ist geshadowdropped. Ja, wahrscheinlich spiele ich es gleich dann, ja, oder ich nehme es zumindest auf. Ja. Und schau es mir an. Es sah jetzt nicht so mega geil aus, muss ich letzten Endes sagen. Man sieht schon, dass die Playable Teaser natürlich so im Hinterkopf haben. Ich glaube, so Concept Art haben wir schon seit Jahren geleakt gesehen zum Spiel. Mhm. Und ich muss dann so eine Sache denken. Ich glaube, das ist im Zuge zu den ganzen Enthüllungen, naja, im Nachklapp zu PT damals rausgekommen. Kojima meinte, ich hatte damals vor, dass du auf dein richtiges Handy SMS aus dem Spiel bekommst während des Games, um so die vierte Wand zu brechen. Okay. Und vielleicht ist das so ein Element jetzt, wenn ich hier schon SMS sehe mit dem Handy. Mhm. Nicht, dass du es auch jetzt in diesem Spiel so bekommst, aber es ist natürlich etwas, was schon sehr nah dran ist an dem, was PT potenziell machen wollte. Ja, ey, wenn das so wäre, das wäre natürlich richtig cool. Aber ich überlege gerade, so ein Spiel zu machen, wo du dann irgendwie noch extra SMS bekommst durch das Spiel, das ist, da muss ja noch ein Service herkommen, für den dann Konami zahlt. Glaube nicht, dass sie es gemacht haben. Ich glaube, es würde eher eine App sein, die du installierst, wo du dadurch dann Nachrichten bekommst. Du meinst ja, Konami will nicht nochmal das Geld hier so dann locker machen. Ja, ja. Oh, warte mal, da stand, Moment, der Trailer lief gerade hier nochmal. Mhm. Users in Germany require PlayStation Plus Membership to play. Ich muss ja jetzt PlayStation Plus holen, weil es ab 18 ist, ne? Wahrscheinlich, ja. Und hier steht auch... Steht unten in der Ecke nochmal. Full Game Free to Play. Ja, okay. Vielleicht gibt es das auch auf PC. Mal gucken. Das ist nicht nur PS5 exklusiv, ist jetzt hier gerade. Wie erfahren bist du mit Silent Hill 2? Sonst können wir auch ein bisschen über den Silent Hill 2 Trailer sprechen. Ich hätte ein bisschen was zu sagen. Ich hab's schon mal erzählt. Ist für mich, ich hab's nie gespielt, weil ich habe viel zu spät damit angefangen. Ich habe 2012 mir irgendwann eine Xbox Classic geholt. Also ich nenne sie halt Classic. Und da war das Spiel dabei. Ich habe es gespielt und muss dann feststellen, ey, es ist leider zu alt zu dem Zeitpunkt gewesen. Viel zu viel herumlaufen, sich verirren, Türen öffnen, die irgendwie verschlossen sind oder suchen, welche Tür offen ist. Und dann siehst du halt diese Kreaturen, musst dann wegrennen. Das ist für mich zu dem Zeitpunkt leider nicht so gut gealtert gewesen, weshalb ich es dann nicht zu Ende gespielt habe. Okay, apropos nicht gut gealtert. Nein, also der Trailer jetzt hier, wir haben ja wieder ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Es ist immer noch so die dezenten Zweifel, ob mit dem Urmaterial vom Bloober Team vernünftig umgegangen wird. Das sieht zu einem Teil eigentlich nett aus. Ein bisschen clunky, gerade was so das Ballern und Kämpfen angeht. Mhm. Also könnte schicker sein, in der Form, dass man vielleicht so ein bisschen anders mit den Bewegungsabläufen umgeht. Also ich will ihm trotzdem eine Chance geben. Was mich persönlich irritiert, ist so, weil ich
den Titel so sehr, sagen wir mal, ins Herz geschlossen habe, so sehr was bei so einem Titel machen kann. Die haben den Soundtrack neu eingespielt und ich habe wirklich den Silent Hill 2 Soundtrack mindestens mehrere hundert Mal gehört. Ich kenne die Songs in- und auswendig. Krass. Und sobald die hier neu eingespielt sind, wirkt es falsch für mich. Ich kann das verstehen. Das war bei dem Command & Conquer Remaster oder Port auch genauso. Dass die Musik dann nochmal neu eingespielt wurde. Aber man hatte die Möglichkeit damals gehabt, zwischen dem Remaster und dem Original dann halt zu spielen. Ja, ich bezweifle das so ein bisschen. Also ich freue mich schon drauf. Ich habe jetzt so, mein Bauchgefühl sagt mir, es wird nicht so eine so AAA Schuss in Treffer in Schwarze, wie die Remakes von Capcom für Resident Evil gewesen sind. Mhm. No? Also es wird nicht so von dem so ankommen wie ein Resident Evil 4 Remake im letzten Jahr zum Beispiel. Ja. Das sagt mir mein Bauchgefühl gerade im Moment. Schade. Aber ich glaube auch, das Design von dem Hauptcharakter wurde ja auch kritisiert, oder? Dass er halt so ein bisschen anders sieht. Also ich weiß, sieht älter aus, ne? Es ist vollkommen okay, wenn die Charaktere nicht exakt gleich aussehen wie vorher. Es ist so ein bisschen die Subtilität, sagen wir es mal. Ne? Also so gerade wie Silent Hill 2 designt war und auch, dass die Schauspieler ja keine ausgebildeten Schauspieler zu einem großen Teil waren, wie sie emoted haben, wie sie mit bestimmten Situationen umgegangen sind. Hier sieht es so ein bisschen aus, ha, ich bin's Actor Man und ich bin hier zum Acting. Und das ist vielleicht etwas, was mich so unterbewusst ein klein bisschen stört. Ich habe nichts dagegen, wenn sie am Look hier und da was ändern. Es muss ja nicht exakt das gleiche sein wie vorher. Es ist ja immer noch ein Remake. Ne? Und auch hier nochmal die Resident Evil Remakes von Capcom, die sehen ja auch nicht eins zu eins wie die Figuren von PlayStation 1 das oder stimmt. GameCube da aus. Und die neuen Interpretationen sind alle geil. Ja, ich verstehe schon auch mit dem mit den Synchronsprechern. Das ist ungefähr so, als würdest du Shenmue jetzt mit richtig guten Schauspielern haben. Ja, so. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn der Rest des Spiels eben auch passt. Ja. Ne? Und so dieses Dilettanten-Ding, was wir mit Shenmue 3 bekommen haben, da war das Spiel ja auch kacke, ja, leider. Okay, was haben wir jetzt nächstes? Judas! Ah, ja. The Not Bioshock Game in Space. Ja, und also auch da ganz im Ernst, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen präsenter, weil ich zuletzt für das Retro-Club-Buch in Bioshock 1 noch mal länger reingespielt habe. Deshalb habe ich es jetzt nur so noch Bioshock noch ein bisschen präsenter als so vorher. Mhm. Ich meine, Ken Levine ist doch ein cleverer, kreativer Kerl, ja, und auch wenn er die Bioshock-Lizenz, die hat Bioshock hat er ja nur gemacht, weil er die System-Shock-Lizenz nicht mehr hatte. Mhm. Warum muss das Spiel exakt wie Bioshock aussehen? Hat er nicht eine andere Spielidee nochmal, nur jetzt mit im Weltall. Anderem Styling? Ja, Weltall und, also ich meine, das sieht vom Gefühl her aus mit Magie statt Plasmiden, whatever, könnte genauso gut Bioshock 3 heißen oder 4. Ne? Ja, aber ich habe nichts dagegen. Es ist genau das, was ich haben möchte. Letztendlich, weil ich mochte Bioshock Infinite, ich hab's geliebt, es ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt und ich fand's einfach schade, dass dann aus dieser Serie nie wieder was gemacht wird und jetzt, das wirkt halt wie ein indirekter Nachfolger, weil du arbeitest dich ja von unter Wasser, an Land, durch den Leuchtturm und dann in die Lüfte und jetzt in Weltall, das ist so die logische Schlussfolgerung, also der logische Werdegang, wie zum Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Galaxy und so weiter, also der Sprung, das ist, ach ja. Hey, ich will deine Vorfreude da nicht nehmen. Ich werde es natürlich auch spielen, wenn es soweit ist. Ich finde es ein bisschen ironisch in der Richtung, wenn wir jetzt im Weltraum sind. Meine System Shock 2 war im Weltraum, deshalb sind die nur unter Wasser gegangen, damit sie nicht wieder im Weltraum sind. Ja, das stimmt. Go full circle. Ja, dieses Element hier, wo ich den Trailer wieder sehe, also du bekommst die Hände abgehackt, aber die werden wieder nachwachsen, wenn du irgendeine Maschine benutzt oder so. Ja, so ein 3D-Drucker, ne? Ja, irgendwie wahrscheinlich musst du dir neue Hände drucken, damit du neue Plasmide oder Magien wirken kannst. Ja, stimmt, das kann auch sein, weil die Alten können das dann nicht tragen, weil du hast ja irgendwie noch so ein Plättchen in deiner Hand drin. Du hast einen Dinosaurier, der auf dich schießt oder so. Warum auch nicht? No. Und natürlich Judas. Ja, und das abgefahrene Design der ganzen Roboter, das mag ich halt auch. Na, es hat ein bisschen was von Lies of P fast, wie die da so rumlaufen, muss ich sagen. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass Atomic Heart in diese Kerbe einschlagen wird, aber Atomic Heart war einfach Müll. Ja, Atomic Heart hatte so tolle Trailer, eben wenn die so in dem Nichtspielkontext gezeigt werden. Oh, interessant, was ist denn das? Ja. Und dann war es für mich leider auch Grütze, muss ich zugeben. Was hatten wir danach nach Judas? Judas PS5, noch kein Datum. Metro VR, cool, ja. Warum nicht? Mhm.
Und dann Billo-Grafik vom Handy, Dark Souls VR, mit, wo du Skelette erwürgst und klopfst. Ja, ja. Es sieht nicht unlustig aus, muss ich sagen. Also es sieht kacke aus, aber es ist krass, was man alles machen kann. Also es ist von der Action her, glaube ich, richtig. Legendary Tales kommt auch schon nächste Woche, ne? Ja. Ein bisschen Futter für die PlayStation VR-Besitzer. Ey, gerne. Es gab ja gar nichts gefühlt dafür, nachdem die initialen Sachen raus sind, immer wieder mal sowas Kleines. So richtig, also Metro ist schon ein bisschen AAA, wenn du es so nennen magst. Da sieht das schon ein bisschen nach so Production Values aus. Aber ja, bitte gebt mir mehr Spiele, interessante Spiele, dass es überhaupt mal lohnt, ein PlayStation VR 2 zu holen. Ja, du hast ja Resi 4 gehabt jetzt als letztes. Aber ja, ist auch kein eigenständiges Spiel. Genau, ne? Und ein Spiel, was auch hauptsächlich gar nicht auf VR ausgelegt war, sondern im Bonusmodus. So toll Resident Evil 7 damals in VR gewesen ist, es war eben auch auf VR mit ausgelegt. Ne? Mhm. Und es war ein richtiges AAA-Spiel, was hauptsächlich dafür auch gemacht war, dass es auch damit funktioniert. Und klar, es ist auch Resident Evil 8, also Village, mit Ego-Perspektive kannst du auch ein bisschen was draus machen, dass es in VR funktioniert. Aber 4 ist eben drauf gecraftet, ne? Ja, von dem Third-Person-Game. Und gib mir gerne richtige Sachen. Dragon's Dogma 2 hatten sich hier nochmal weiter gezeigt. Ich brauche da, glaube ich, selbst nichts mehr so viel zu ergänzen. Ich habe es ja vor ein paar Monaten schon mal gespielt bei Capcom. Mhm. Ich hoffe, dass ich bis dahin mit Rebirth durch bin. Wann kommt das denn jetzt? Kommt es im März oder? 20. März. Ja, okay, gut. Dann ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Es kommt, glaube ich, warte, vorhin hat mir schon jemand gesagt, am 22. März kommt Rise of a Ronin, kommt auch noch. Ah, oh, der gleiche Tag, ja? Der gleiche Tag, genau. Das ist krass. Hart. Das ist krass. Das ist natürlich wirklich krass. Wir können ja auch direkt zu Rise of the Ronin weitergehen. Wir können direkt zu Rise of the Ronin weitergehen. Also, was ich jetzt von dem Titel gesehen habe, ich hatte ihn, also wir hatten ja schon mal häufiger drüber gesprochen, ich bin so ein bisschen müde, was feudales Japan angeht, weil wir so viele Spiele bekommen haben. Das scheint trotzdem nochmal einen interessanten Ansatz zu haben mit dieser Bakumatsu-Periode. So die, der Westen hat Einzug gehalten in Japan, ne, mit diesen ganzen Leonardo da Vinci Ezio-Gadgets. Ich finde das geil. Es ist so wie Assassin's Creed. So die ersten Bilder, die ich gesehen habe, so er läuft da so durch die Stadt, zieht sich hier die Dächer hoch und so weiter, holt dann seinen Gleitschirm raus. Assassin's Creed? Ja, ich werde mich damit mal weiter mit beschäftigen. Ich würde für mich persönlich ein bisschen drauf hoffen. Ich weiß, es ist Team Ninja, sie haben Nioh gemacht, sie haben Wolong gemacht und so weiter, dass es nicht Soul-Schwierigkeitsgrad hat. Ne? Würde ich für mich persönlich ein bisschen hoffen. Ich glaube schon, leider. Ich hoffe wahrscheinlich zu Unrecht. Und es das heißt nicht, dass es natürlich schlecht oder sowas deswegen ist, aber ich brauche jetzt nicht so. Ghost of Tsushima reicht mir als Schwierigkeitsgrad. Ja, aber ich glaube, dass hier, es sieht schon vom Kampfsystem her so eine Mischung aus Nioh und Wolong aus, weil hier ist schon wieder dieses, okay, es ist rot, du musst, wenn du rot ist, direkt parieren. Das ist genau ja, entgegengesetzt das, was du die ganze Zeit gelernt hast. Das, womit mich Wolong so irritiert hat. Ja, ich dachte, genau, rot ist böse. Nein, rot ist richtig. Ja, rot ist parieren und nicht rot ist, du musst ausweichen, weil das unblockbar ist. Ja, man sieht bei den Gegnern hier, ich lasse die Footage gerade laufen, auch, dass teilweise so dieser Bereich in den Energieleisten mal so aufleuchtet, wahrscheinlich wann du dann entsprechend deine Parries oder was auch immer machen musst. Mhm. Also, ja, also ich bin jetzt ein bisschen mehr gehypt als vorher, muss ich sagen, nachdem ich den Style zumindest gesehen habe. Ja, so ist bei mir ähnlich, weil du hast mittlerweile auch ein bisschen mehr Gameplay, beim letzten Mal halt sehr wenig. Auch sehr ungewöhnliche Waffen, die dabei sind. Also du hast eine Muskete mit einem Bajonett, einem Flammenwerfer. Mhm. Flammenwerfer und dann hier Gegner einfach mal mit Explosionsfässern weghauen, finde ich auch nice. Ja. Bin gespannt. Also ich freue mich drauf, aber es ist nicht schwierig. Jetzt Dragon's Dogma oder Rise of a Ronin. Bei mir ist es halt einfach, ich habe keine Historie zu Dragon's Dogma, deswegen glaube ich, würde ich eher erstmal hier intendieren, bevor ich dann Dragon's Dogma spiele. Dragon's Dogma ist ein All-Time-Fail von mir. Vielleicht habe ich das Glück und wir haben ja ab und zu mal die Gelegenheit, den Vorabzugriff zu bekommen, zu spielen. Mhm. Vielleicht habe ich schon adäquat Zeug gespielt bis dahin. Wir können für die Leute da draußen mal sagen, wenn ihr jetzt noch live zuschaut, hier übrigens noch schön, dass noch knapp 2000 Leute jetzt hier im Stream sind für die Nachbesprechung. Wir beide Wirt werden bei Rocket Beans heute am 1.2. ab 18 Uhr Granblue spielen, genau, gemeinsam. Granblue Fantasy Relink. Genau. Relink. Ja, hab's schon runtergeladen. Wir werden es morgen live spielen und wir werden, glaube ich, auch dann von Anfang an spielen, also so, dass ihr dann auch alles mitbekommt. Genau, dass wir mal gemeinsam da reinschauen werden. Danach sind wir noch beim Tekken-Turnier dabei. Genau. Ja, da habe ich Drew noch freigeschaltet, falls du sie spielst. Okay, mal gucken, mit welchem Charakter ich üben möchte. Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe auch noch nicht geübt. Ich wollte heute eigentlich üben, aber ich kam bisher noch nicht dazu.
Nee, jetzt muss ich wahrscheinlich Silent Hill spielen nachher auch noch. Ach Gott. Ah, vielleicht mache ich das morgen. Ich weiß noch nicht. Muss mal gucken. Nächstes Spiel, das war schon auch in diesen Listen nochmal mit drin, ähnlich wie wir von dem Sonic Generations Remaster erfahren haben. Hat die Welt jetzt, ich mag das Spiel, aber brauchte die Welt jetzt schon ein Until Dawn Remake? Ist das ein Remake oder ist es ein Remaster? Naja, es sieht schon überarbeitet aus und es stand da nochmal reimagined oder irgendwas am Ende. Warte mal, ich spule mal kurz beim Trailer vor, da stand doch irgendwas mit dem Logo auf jeden Fall. Das ist ein anderes Team sitzt jetzt dran, nicht mehr Supermassive Games, und das ist wohl Rebuilt and Enhanced steht hier. Also wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen Remake und Remaster, ne? Weil auf der PS5 läuft es jetzt schon. Ich kann einfach die PS4-Version installieren. Ja. Jetzt gibt es für PS5 und PC, also Rebuild. Vielleicht haben sie die Modelle nochmal hier neu gemacht und Enhanced ein paar schöne Texturen draufgezogen. Ja, ich glaube auch, dass es 4K ist. Ich denke nicht, dass sie jetzt nochmal die ganzen Schauspieler da reinbekommen haben für irgendwie ein neues Ende oder so, sondern es gibt vielleicht also so alternative Optionen, die sie es wahrscheinlich in das Hauptspiel nicht geschafft haben, die sie jetzt nochmal eingebaut haben. Also die würden Rami Malek auf keinen Fall mehr bekommen dafür. Nee, Oscar-Preisträger. Nicht zu dem Kurs, auf jeden Fall. Ja. Ist immer noch ein gutes Spiel, meines Erachtens auch das Beste von Supermassive Games immer noch. Also wer es noch nicht erlebt hat, kann sich es dann gerne mal anschauen. Wäre jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte drauf gewesen, dass das jetzt kommt. Ja, ich habe mir irgendwie schon gedacht, weil es gab bisher noch keine PC-Version. Deswegen dachte ich nur PC-Port, aber hey komm, PS5. Ja, kann man machen. Die müssen sich mal erbarmen. Okay, guck mal, die kommen mit so einem Trailer und sagen, das habt ihr euch doch alle gewünscht. Endlich Until Dawn auf PC. Wir wollen fucking Bloodborne auf dem PC haben, Leute. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Jetzt hör mal auf mit dem Shit. Ich muss endlich mal Bloodborne mit 60 FPS und 4K. Ja, ich würde gerne die Insights hören, warum die das nicht machen. Es muss doch einen Grund geben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es so wie bei, ich sag mal was, meine Spekulation jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas in der Arbeit ist oder das ist reine Spekulation von mir. Wir haben ja lange Zeit auch auf Demon's Souls Remake gewartet. Mhm. Ne? Und das war ja auch immer, wann kommt's? Die haben bewusst darauf gewartet, damit sie es zum Launch der PS5 machen. Ja. Es halten sich ja auch die Gerüchte, dass eine PS5 Pro kommen soll. Was ja nicht unwahrscheinlich ist. Was ja nicht unwahrscheinlich ist, wenn die, sagen wir mal, Ende dieses Jahres erscheinen soll und die brauchen einen Launch-Titel, in Anführungsstrichen Launch-Titel dafür, wo sie sagen, hey, damit das in 4K at 120 FPS draufläuft, wir haben euch Bloodborne hier Ultra Remastered, Remaked, wie auch immer du es nennen möchtest. Mhm. Ne? Dass sie Bloodborne sich dafür aufsparen und dass es dann auch gleichzeitig auf PC dann rauskommt, wenn die PS5 Pro oder sowas da ist. Ja, ich glaube Ende des Jahres kommt aber erst Elden Ring DLC. Stimmt, davon haben wir ja auch nichts gesehen, aber fliegende Katzen und Babys, den irgendwelche Flugschiffe aus Metal dem Mund Gear Rex! Ausfliegen. Das ist Metal Gear Rex! Ist das Metal Gear Rex gewesen? Guck nochmal, was aus dem Kopf des Babys rauskommt. Ich glaube, das ist der Kopf von Metal Gear Rex. Ey, du hast recht, es ist der Kopf von Rex, aber er fliegt, oder? Ja, genau. Die haben nur den Kopf genommen. Okay, warum fliegt denn der Kopf von Rex? Ohne das Gebein darunter erkenne ich den nicht. Das ist ja kein Rex mehr, nur noch ein Kopf. Aber ja, du hast recht, es sieht so ein bisschen aus. Es könnte auch das Dropship aus Aliens sein. Ja. Kleines bisschen. Ich finde diesen Schal von Fragile geil. Der mit ist den cool. Händen. Ja, das ist eine coole Idee. Der ist wirklich cool. Und dass sie Troy Baker wiederbelebt haben mit seiner Gitarre. Ja. Der jetzt aussieht wie der Joker. Ey, und der Kampf, ich musste sofort an Raiden und Vamp denken aus Metal Gear Solid 4. Ja, es hat auf jeden Fall. Also die Metal Gear Elemente werden immer mehr, was so das Storytelling hier angeht. Ne? Mhm. Hattest du Death Stranding durchgespielt? Ja, hatte ich. Wir haben eh schon längst alles vergessen, was da passiert ist, aber es war ja storylastiger, je weiter man gegen Ende hingekommen ist. Ne? Ja. Und es gibt ja noch Potenzial, wir haben ja die USA quasi befriedet und neu gegründet innerhalb von Death Stranding. Und jetzt ist wohl der Rest der Welt dran mit dem Schiff, wo wir unterwegs sind, was so ein bisschen wie der Tanker bei Metal Gear 2 aussah vom Look her. Ja, wir sind ja auch in Mexiko unterwegs, wurde es ja gesagt, weil es war ja Make America Great Again. Ja, gibt's nicht. Ist Mexiko nicht einfach direkt, wobei es ist wahrscheinlich erodiert oder so mit der Apokalypse, aber Mexiko hat doch eine angrenzende Landesgrenze zu den USA. Ja, eigentlich schon. Nein, es ist wahrscheinlich wegen der Apokalypse ist es erodiert. Der alte Mann, den wir gesehen haben, das ist wahrscheinlich George Miller, ne? Der Kapitän da, also der Regisseur von Mad Max. Ach, ist er das? Ich meine, ne? Also Sie hatten ja nochmal George Miller stand unten in den Credits ganz hinten und er sieht danach aus so ein bisschen. Ich habe den nicht so genau im Kopf, wie exakt er ausschaut. Wir hatten ja Guillermo im letzten Spiel. Ja.
Jetzt muss ein anderer Regisseur natürlich rein, den sie da einmal gescannt haben. Ey, ich sag's dir, ja, Death Stranding 3, Steven Spielberg. Ich dachte fast, du sagst Death Stranding 3, Steven Seagal. Above the law. Mit seinem Fake Ninjutsu oder was weiß er. Ja, ja, natürlich. Fake Martial Arts. Auf der Suche nach Putin. Oh Gott. Auch wenn es wahrscheinlich wieder nur ich bin der Amazon-Bote in Mexiko dann ist, ich will es trotzdem spielen. Ja, ich muss sagen, ich habe so eine Hassliebe zu Death Stranding. Einerseits sehr viel Spaß gehabt, andererseits ich habe es gehasst und ich habe es irgendwie nicht verstanden und ich wollte immer wissen, wie es weiterging und ich habe es letztendlich auch zu Ende gespielt. Mhm. Ja, ich hatte es im Vorfeld ja schon, du kannst dich ja noch erinnern, wo ich dann, wen habe ich getrollt? IGN? Dass die Leiter irgendwie ins Nichts gebaut. Ja, es war vielleicht nur ein Zufall, weil ich einfach keine Materialien mehr hatte, aber die haben dann einfach meine fucking Leiter im Video gehabt, weil sie dran gescheitert sind. aber ich hatte es im Vorfeld ja gespielt, also noch in der Vorab-Version, deshalb war es doch nicht so populiert wie später. Man sollte ja so auf den Servern dann sein, wo auch die anderen Leute die Bauten dann machen, also das Erlebnis ein klein bisschen anders. Ich habe es trotzdem am Ende, also die haben es ja trotzdem ganz nett gamifiziert, nennen wir es mal, das Bewegen von A nach B. Du musst trotzdem aber Bock drauf haben, dass du eigentlich nur Bodengänge machst. Ja, das ist wirklich so. Und ab und zu wird dann auch geschossen. Je mehr Leute du umbringst, desto mehr von diesen Hollows oder Hallows, Geister gab es dann auch. Genau. Du merkst, bei dem hast du zum Beispiel gemerkt, rein der Kampf, der war ja nicht besonders aufwendig. Ne? Du hast natürlich die Stealth-Sequenzen, wo du eh die Gegner nicht sehen kannst, wenn du mal wieder in diese Patches mit den Toten da reingerätst, gegen diese marodierenden Banden, ey, einfach mal Gummikugeln benutzen und die kannst du so leicht ausschalten, alle. Ja, oder diese Bulla, womit du die dann fesselst und dann können die nicht mehr auf dich schießen und am Boden liegen. Ja, super easy. Ja. Ey, aber jetzt, wo ich es jetzt im Trailer sehe, diese Puppe, die ist ja Hammer. Stop-Motion-Puppe! Ja, ja, die mit der Hälfte der Frames läuft und alles. Ja. Und schön hier, Mimir 2.0 stand bei mir auch im Chat, wo er den schon hinten an den Hintern hängen wollte, wie bei God of War. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, 2025 wohl dann soweit. Ich hätte es dieses Jahr auch noch ganz gern gespielt, aber whatever. Ne? Da kommst du raus. Und natürlich dann das neue Schmettelschmier. Schmettelschmier. Ne? Das ist also ein drittes Game dann jetzt, weil wir haben ja noch das andere, was für Xbox dann entsteht. Oh Gott, wir sind IO, oder? Nee, warte, nicht IO, sondern wie hieß es denn? Ja, OD, glaube ich, war es. OD, ja. Was für Xbox entsteht und ja, es ist ja so, also Herman Hulst hier, der PlayStation oder Studios-Chef da, das war ja der ehemalige Guerilla-Game-Chef, also die dann natürlich Killzone als auch, neues Killzone wäre übrigens cool gewesen, Killzone als auch Horizon gemacht haben, die haben ja für Death Stranding die Horizon-Engine bereitgestellt. Ja, stimmt. Ja. Und ich glaube, da ist auch nochmal, dass die beiden so einen guten Rapport, Kojima und Hulst, dann untereinander haben, wenn sagt, hey, Sony stellt die Technik bereit für Kojima für ihr neues Spiel und wenn die ja, ihr eigenes Metal Gear quasi mit ihm hier machen wollen, ne? Vielleicht mit, na, das wahrscheinlich nicht, aber... David Hater? Kojima mag doch David Hater nicht. Der hat ihn doch geschasst dann damals. Oh Mann, der will doch lieber, sobald er einen Hollywood-Schauspieler haben kann, wird er den auch nehmen. Ich hätte eher gesagt, holt euch die Lizenz für die Klapperschlange und holt ihr Kurt Russell dann richtig Whoa. Dazu. Wow, okay, dann würde ich auf Full Circle kommen mit seinem Snake Plissken und so. Ey, nimm Kurt Russell als die Klapperschlange, aber dann Metal Gear Solid 4 Style, I'm too old for this shit. Ja, weil es ja auch jetzt ein alter Mann ist, Kurt Russell oder so. Und dann fucking do this. Also ich sehe Kurt Russell eher in einem Spiel von den Leuten, die jetzt Robocop gemacht haben. Also ja, Theon meinst du, ne? Ja, die, genau, die polnischen Entwickler. Also, Robocop war auch super, also ich fand es sehr, sehr gut. Natürlich, die könnten alle 80er-Jahre Actionfilme Absolut. Nehmen und dann mit Respekt interpretieren. Phantomkommando. Phantomkommando wäre ganz geil. Terminator hatten wir ja schon, Phantomkommando hier. Rambo hatten wir auch. Ja, aber der Rambo war leider das Beschissene. Ein gutes Rambo wäre nicht schlecht von denen. Dann eher so ein Rambo bitte so wie wirklich First Blood, also der erste Teil mit so Verstecken vor der Polizei. So Stealth Game, ja. Ja, ja, so, ja, sowas in der Form. Also von mir aus könnt ihr auch dann, wir fahren zurück nach Vietnam und machen Action dann draus machen. Aber das, was sie gemacht haben, der Lightgun-Shooter war eben leider nicht gut damals. Nee. Aber warum nicht? Ne? Big Trouble in Little China, gib mir das auch mal mit Kung Fu und allem drum und dran. Absolut. Und das Survival Horror Gremlins Spiel, bitte. Ach, Gremlins, oh Gott. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo nochmal dieser Flyby ist aus dem Studio. Also die beiden stehen in der Soundstage, ja, fliegen da raus. Sie sind auf dem Universal, bei dem Sony Pictures Gelände hier.
und Fizzent. Fizzent TM. Ich guck das mal. Fizzent klingt für mich wie eine Engine oder so. Die brandneue Fizzent Engine von Guerilla Games vielleicht oder so. Aber Fizzent ist ein komischer Name sonst. Was heißt das rückwärts? Fizzent. Okay, rückwärts ist es gar nicht. Rückwärts ist es Quatsch. Ja, es steht jetzt, ja, alles Kojima. Also es kann ja sowas, so eine Mischung aus beiden sein, so wie Physics und Synthetic, so irgendwie sowas. Oh, du hast so recht, das ist wahrscheinlich so ein Kofferwort, ja, ne? Wie Metal Gear Revengeance, es gibt ja das Wort Revengeance ja nicht. Weißt du, was mir ein bisschen Angst macht? Dass Kojima volle Pulle auf KI einsteigt. Oh Gott. Also bei ihm kann ich mir das leider gut vorstellen, wie auch NFT, aber ich glaube, NFT ist er bestimmt wieder abgesprungen nach einem halben Jahr. Ja, seine Affen sind nichts mehr wert, ne? Stell dir vor, er hat alle gekauft. Er hat alle Affen gekauft, die da sind. Ach man, diese Cutscenes von Death Stranding 2, also rein visuell, das sieht schon geil aus, ey. Also es wird hier gerade vermutet, wenn du es googelst, alle schreiben gerade, ey, neue IP von Kojima. Also das Fizzent ist ein dummer Name. Sagen wir jetzt und dann feiern wir es alle, sobald es denn da ist. Ich sehe schon. Ne? Wir wollen Teil 2 von Fizzent haben. Game of the Year. Oh, im Chat wurde bei mir gerade vorgeschlagen, Hotshots, das Spiel mit Charlie Sheen. Oh, würde ich auch kaufen. Erst in Teil 1, da hast du schön Top Gun und Teil 2 so Rambo. Ey, nein, ich sag dir, in einem Spiel alle Parodien dann quasi mit drin, alle Filmparodien. Also jedes Kapitel spielt sich dann anders. Dann gib mir bitte auch alle nackte Kanone-Spiele. Und nackte Kanone mit den Shootouts wie auf dem Dach. Du weißt, was ich meine. Genau, ne? Wo sie ganz den Covershooter da. Und du musst dann live in das Mikro dann die Ansprache machen. Ich will in einer Welt leben, wo ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Phantom, guck mal. Oh, guck mal. Also, die haben echt gute Vorschläge bei mir im Chat hier. Die Schlange im Schatten des Adlers, The Game. Ja, ein gutes Jackie Chan-Spiel wäre nicht schlecht. Ich habe Stuntmaster letztens nochmal durchgespielt. Das ist okay gealtert, tatsächlich. Muss man das PS2-Spiel spielen, ne? Was von der Animationsserie war. Jackie Chan Adventure? Da gibt es eins auf der PS2. Okay. Schauen wir mal rein. Aber Stuntmaster ist natürlich für die damalige Zeit ganz cool gewesen. Oh, okay. Pox bei mir im Chat. Das würde ich mir natürlich am ehesten dann von Taeyeon dann wünschen. Die Hard, the Game. Okay. Ey, also richtig, so John McGill, okay. Ich gebe dir heute nicht Judge Dredd. Oh, gab's da nicht schon eins? Ich glaube, es gab schon mal eins für die PlayStation. Ja, aber nicht ein gutes. Nee, no? nee. Judge Dredd. Es gibt so einen Judge Dredd PS1 Lightgun-Shooter, meine ich, der von den Mortal Kombat oder zumindest von dem Mortal Kombat Studio gemacht wurde oder nahen Leuten. Und da sind Leute im Hintergrund rumgelaufen, die kleine Goros hatten, die wie Hunde dann mitgelaufen sind, Gassi geführt wurden. What? Du musst mal PlayStation 1 und dann Judge Dredd mal gucken. Ich glaube, ich gucke auch mal bei mir hier. Es gibt ein Super Nintendo-Spiel, es gibt schon ein Judge Dredd-Spiel aus dem Jahr 2003? Ja, so PS2 oder sowas. Aber ich guck mal, Judge Dredd, PS1, was ist das? Mit richtigen Filmszenen? What the hell? FMV-Szenen? Oh Gott. Okay. Es gibt richtige FMV-Szenen für Judge Dredd. Und dann ist es der Lightgun-Shooter, genau. Okay, das müssen wir mal angucken auf der PS1. Das hatte ich natürlich bisher noch nicht. Check das mal aus, wenn du die kleinen Goros da sehen möchtest. Für PlayStation 1, ne? Für PlayStation. Ich glaube, das war auf der PlayStation 1 zumindest. Okay. Dredd vs. Dead hieß das, wird mir hier im Chat gesagt. Für den GameCube, Dredd vs. Dead. Okay. Ja, ey, das sind alles natürlich jetzt so Spekulationen, was dann kommen wird. Ich würde ja auch sagen, das ist jetzt erstmal ein Teaser, damit die Leute ein bisschen das noch im Gespräch behalten, damit jetzt nicht Microsoft gewinnt mit Kojimas eigenständigem Spiel. Ja, no? Ja. So gut Death Stranding 2 natürlich ist, es ist ein zweiter Teil von etwas, was wir schon kennen. Das heißt also, wir kündigen jetzt das Spiel für 2034 schon mal an. Mhm. Klettelclear. Ja, ich glaube, ich werde nicht mehr Silent Hill heute Abend spielen. Ich bin zu müde. Nee, ich mache jetzt auch Schluss. Ich muss ja auch morgen fit sein für. Wir sind ja 4 Stunden on air oder 5 vielleicht sogar. Je nachdem, wann sich unsere Gegner erbarmen und uns aus dem Turnier rauskegeln, heißt es dann. Ich gehe von aus, Vincent und Toni sind ja auch dabei. Vincent wird wahrscheinlich trainieren. Der macht wieder Tryhard hier. Ja, er hat beim letzten Mal trainiert. Bewirbt er sich als Schwitzer der Woche? Ja, das könnte auch hinkommen.
Ja. Oh, dann lass noch mal abschließen, weil da kam ja am Ende noch mal die Mitteilung, nächste Woche noch eine State of Play zu Final Fantasy VII Rebirth. Ja, stimmt. 6. Februar. 6. Februar. Bin ich gespannt. Wir können es ja gemeinsam schauen. Und ich könnte ja mal fragen, ob Felix Meyer Zeit hat, dabei zu sein. Felix Meyer, die Stimme von Cloud Strives. Oh ja, wenn er Zeit hat und Bock. Ja, sehr gerne. Ne? Also, kann gerne mal ergänzen. Je nachdem, ob er überhaupt schon was natürlich dazu sagen kann oder ob er nicht irgendwelche, dann sollte natürlich keine Infos dann rausplanen. Nein, wir uns ja überraschen lassen. Genau. Ja, es ist Dienstag, ist das. Dienstag. Oh, Dienstag? Warte, wie viel Uhr denn? Weil ich nächste Woche Dienstag voraussichtlich Foamstars spielen werde. Da stand noch keine Uhrzeit, wann es sein wird. Da stand nur Dienste, also zumindest 6. Ich denke mal, wahrscheinlich wieder spät, wenn das hier so wie die hier gelagert gewesen ist. Ja, wenn es halt wieder um 11 ist, dann ist ja für mich kein Problem, weil ich bis dahin Foamstars gleich schon durch habe. Also es steht nur 6. Februar da. Und drunter in japanischen Zeichen 7. Februar, also wahrscheinlich irgendwo über die Uhrzeitgrenze. Aber leider keine konkrete Uhrzeit, werden wir wahrscheinlich nochmal erfahren. Ja, werden wir die Tage wahrscheinlich erfahren. Ja, ansonsten, danke dir, Wirt. Ne? Dann, wir haben ja schon gesagt, wenn ihr da draußen nochmal ein bisschen mehr von uns sehen wollt, dann 18 Uhr bei Rocket Beans TV gibt es ein bisschen Grand Blue Fantasy Relink. Bis dann, ne? Ja, bis dann. Alles klar, dann tschüss. Gute Nacht, bis dann, ciao.